Gut, als auf Anfrage hier nochmal ganz kurzes Erklärungsvideo zu dieser Admin-Oberfläche, zu der Web-Oberfläche PHP MyAdmin, mit der ihr ja die Tabellenstruktur für die Datenbanken anlegen könnt. Ich habe hier mal diese Startfläche angezeigt und hier könnt ihr im Prinzip neue Datenbanken anlegen. Das will ich hier jetzt nicht vorführen. Ich habe extra hier schon eine Testdatenbank angelegt, die wir uns gleich angucken. Und wie gesagt, ihr könntet euch hier auch eine neue machen. Ich klicke jetzt hier mal die Testdatenbank an. Ich habe hier auch schon eine Tabelle angelegt. Wir können gleich gerne noch eine neue anlegen, obwohl das eigentlich ganz einfach ist. Ihr legt hier eine neue Tabelle an und sagt, wie viele Felder. Die Felder sind nachher die Anzahl der Spalten in der Tabelle. Okay, schauen wir uns die Tabelle an. Ich habe hier oben verschiedene Reiter, die sind wichtig für die Tabelle. Was als erstes wichtig ist, da bin ich in den ersten Grundlagen-Datenbanken-Video schon kurz drauf eingegangen. Und zwar geht es da um die Rechte, damit eure Datenbank gesichert ist. Standardgemäß ist hier immer eingetragen der Benutzer Root. Und dann welche Rechte er hat, alle Privilegien oder nur lesen oder nur schreiben, dann auf welchem Server. Und da könnt ihr natürlich zusätzliche Benutzer eintragen, die ihr dann hinterher über, wenn ihr die Datenbank ansprecht, dann auch zulassen könnt. Entweder nur über lesen oder schreiben oder wie auch immer. Okay. Das aber nur nebenbei. Wir wollen uns jetzt die Struktur angucken. Wie sieht diese Tabelle aus? Die Übersicht. Und Moment. Kleinen Moment. Okay, ich gehe also hier in der linken Spalte, tippe ich die Tabelle an. Dann kann ich sie sehen, wenn schon ein Eintrag aussieht. Drin steht, sieht das so aus wie hier. Ich habe schon mal einen eingeschrieben. Und den kann ich mir dann hier oben über den Reiter anzeigen, auch anzeigen lassen. Wenn da noch nichts drin steht, wird automatisch diese Ansicht aufgerufen. Die ist ein bisschen verwirrend, denn hier werden plötzlich in den Zeilen die eigentlichen Spalten eingetragen. Hier seht ihr die Felder, ID, Vokabel und Übersetzung. Das sind eigentlich die Spalten, wenn man sich das hier anzeigen lässt. Hier tauchen die wieder auf, ID, Vokabel und Übersetzung. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend und muss man sich dran gewöhnen. Wenn ich nun einen neuen Datensatz von Hand eintragen möchte, dann mache ich das hier. Die ID wird ja automatisch hochgezählt, die muss ich nicht eintragen. Und dann kann ich hier jetzt eine Vokabel eintragen, Übersetzung, gehe auf Speichern und schon habe ich weitere Einträge drin. Okay. Ich möchte jetzt eine neue Tabelle erzeugen. Die nenne ich Test. Testing 1, mir fällt gerade nichts ein und die soll drei Felder haben. So sieht sie dann aus. Ich kann hier die Feldnamen bestimmen. Ich mache am Anfang vorne immer eine ID und die setze ich dann hier auf Auto-Increment, damit sie von alleine hochgezählt wird. Die nenne ich dann auch hier als Primary Key. Was das genau ist, das kommt später im Skript. Ich gebe es hier trotzdem schon mal an, gehe aber nicht näher drauf ein. Und jetzt könnt ihr die Felder benennen. Hier könnt ihr angeben, was da rein soll, ein Integer oder ein Text und so weiter. Ich denke, das ist ganz einfach. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Probiert es doch einfach mal aus.